Und weiter geht's. Weiter geht's. Wir nehmen die Postkutsche nach Amerika. Wir machen jetzt die nächste Zwischenmission, nämlich, wo ist sie noch gleich? Hier war sie, ne? Nee, das ist Klatschmond, das ist nochmal was anderes. Da, Daedalus und so, und dafür müssen wir einiges sammeln. Das habe ich mir jetzt vorab schon mal angeguckt gerade. Und jetzt nehmen wir erstmal die Postkutsche. Ich muss da gerade mal schauen. Genau, so konnte man die Map nämlich raussuchen, richtig. Erstmal zur Postkutsche, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Dann können wir schon mal nach Tall Trees. Dann werden wir mal eben stehen. Das ist voll schon mal nach. Mein Chef fragt erstmal, ob ich Probleme hätte, das zu lesen. Da war ich praktisch von der Zahl erschlagen. Ja, ist doch schön. Ist doch schön. Freu dich doch. Zack. So, man kann als Passagier mitfahren oder als Beifahrer. Okay, verstehe. So, wir nehmen den Wegpunkt für 40 Dollar. Der hat jetzt auf jeden Fall eine weite Fahrt. Wenn wir das jetzt nicht überspringen würden, dann wären wir echt lange dran. So. Okay, hier sind wir. Und hier müssen wir jetzt Biber fangen. Schauen wir doch mal, dass wir die eben finden hier. Ich weiß jetzt nicht genau, wo man... Da ist aber schon einer, oder? Ist das ein Biber? Brauchen wir natürlich eine Waffe. Und ich kriege ihn nicht anvisiert. Das ist natürlich ein bisschen doof. Warte mal. Wo ist er hin? Ach, da vorne. Der rennt. Der rennt. Aber wir könnten das mit Dead Eye machen. Zack. Ja, falsch rum. Warte mal. Da ist er, ne? So. Dann sammeln wir mal. Ach, direkt alles auf den Kopf gehauen, ja? Ja, das macht man beim Anfang, am Anfang doch relativ schnell. Ah, ne, das ist eine Luchsklaue. Okay, Luchse? Ich habe keine Ahnung. Luchse oder was? Was ist der Plural von Luchs? Ein Luchs, mehrere Luchse? Keine Ahnung. Das war es auf jeden Fall nicht. Aber irgendwo hier sollen halt auch Biber sein. Dann schauen wir mal weiter. Ich habe mir doch keine... Okay. So, hier ist es ein bisschen heller. Was will er denn? Ach so, der will Pflanzen haben. $20, aber ja, komm, wir machen die Herausforderung natürlich. Herausforderung angenommen. Let's go. Pflanzen sammeln. Pizza. Ja, dann guten Hunger, Niklas. So. Haben wir. Schnell wieder aufsitzen. Und zum Camp zurückkehren. Der hat immer noch keine Pflanze. Das ist ja schwach. Das ist ja mal easy money hier. Okay. Das war ein bisschen einfach. Jetzt wissen wir nur immer noch nicht, wo die Biber hier genau sein sollen. Ich gucke gerade nochmal auf die Karte. Wir sind ja hier in Tall Trees und da soll es eigentlich auch sein. Okay, ich habe da mal mir jetzt eine Karte eben schnell aufgerufen. Und wir gehen mal hier hin.
Das suchen wir nicht. Das ist kein Biber. Hoppala, da will ich eigentlich nicht lang, aber okay. Dann nehmen wir halt den steinigen Weg hier. Er ist ja nett zu uns. Wer bist du? Ach, du schießt auch auf mich. Natürlich. Was ist denn los mit euch, ey? Da will man euch nichts tun? Finde ich in Ordnung, also. Unglaublich. Da willst du nur nett sein, da fallen die an den Rücken. Naja, okay. Was willst du machen? So, schauen wir mal, ob wir hier Biber finden. Ich hoffe es. Entlang des Wassers. Aber ich sehe trotzdem gerade nicht sonderlich viel hier. Da können wir es auch noch versuchen. Und die Nebenquests wollte ich eigentlich schon noch gemacht haben. Bevor wir dann mit den finalen Quests beginnen. So, ich glaube, hier sind wir richtig, oder? So, gehen wir mal runter. This is a messy. 20 Stück sollen wir davon haben, so. Eine ganze Menge. Nee, Quatsch, 5. 5. Ich wollte gerade sagen. Das ist aber wieder ein Fuchs. Gibt's hier keine Biber? Was war das hier? Was haben wir da erwischt? Ist das auch ein Fuchs? Wow, Niklas, wow. Und dann, sag ich mal, herzlichen Glückwunsch. Ich befürchte nur, das wird nicht lange halten. Okay, oh. Pass mal auf, Freund. Oh, da sind ja noch mehr. Warte mal. Warte mal, warte mal. So, jetzt. Zack. Zack. Macht euch weg. Hier sind also Tiere sind hier jede Menge. Das ist nicht das Problem. So, jetzt haben wir eine Menge zum Häuten, aber ich glaube, da sind auch keine Biber dabei. Das war ein Wolf. Mehr Wolf. Und das ist wahrscheinlich auch ein Wolf. Ja, weiß ich ja nicht, was du mit deiner Pizza machst, ey. Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass die lange halten wird. Vor allem altert die schnell. So. Haben wir auch. Ist halt nicht das, was ich gesucht habe. Das finde ich jetzt gerade leicht doof. Irgendwie gibt es die hier einfach nicht. Oder bin ich zur falschen Zeit da oder so? Wir gehen mal noch ein bisschen weiter hoch. Hier sind halt noch mehr von den Wölfen. Vielleicht darf ich das nicht bei Nacht machen. Er steht hier halt einfach mal rum. Hallo? Was tut der da? Was tut der da?
Ist das sein Ernst? Ist das Kannibale gewesen oder was? Unfassbar. Rest in peace, my friend. So, wir reiten noch ein Stückchen weiter. Und dann. Jetzt hier nicht, ich hätte noch eine Alternative. Aber im Zweifel lasse ich das Quest wirklich weg, aber ich würde es ja schon gerne machen. Hier sind halt weit und breit keine. Die schießen natürlich wieder auf mich. Unfassbar. Wir sind wahrscheinlich auch nur Outlaws außen. Insofern. Der hatte auch jetzt. Oh mein Gott. Oh je, oh je. So. Okay, ich glaube, wir finden hier nichts. Ich guck mal auf der anderen Seite. Da soll nämlich auch die Chance sein. Aber hier waren definitiv keine Biber. Oha. Ganze Büffelherde hier, oder was? Da ist der Zug. Aber sonst... Hier ist ja weit und breit nichts. Heute ist es aber wirklich schlimm, ey. Merkt das schon, ey. Hast du was genommen? So, ich cruise hier mal eben schnell durch. Können wir das Ganze ein bisschen abkürzen? Ich muss mal gucken. Nee, lohnt sich nicht. Da können wir lieber auf dem Weg bleiben, da sind wir nämlich schneller. Was ist das für ein Vieh? Wieder so ein Wolf oder was? Auf jeden Fall will er mir, weil da habe ich so das Gefühl. Ja, lauf mal besser. So. Das war ein Puma. Aha, okay. Das war ein Puma. Weil dann war alles mal durch. So. Okay, den treffen wir nicht. Einfach mal alles erlegen, was hier so rumläuft. Und offensichtlich habe ich Xbox-Benachrichtigungen an. Das wusste ich auch noch nicht. Gott sei Dank habe ich eigentlich nicht so viele Leute in der Liste. Das ist öfter passiert. So. Einmal hier rum. Hoppala, wo willst du denn hin? Pferdchen. Aua, das tat weh. Pizza ist gleich schon alle. Tja. Bist aber gut dabei, du. Also wenn jetzt hier keine Biber sind, dann lasse ich das. Wäre zwar schade, aber ich muss halt jetzt auch nicht ewig suchen. Dann haben wir halt eine Nebenquest irgendwie nicht.
Ich kann mich da auch echt nicht mehr wirklich dran erinnern, wo ich das gefunden habe. Hier sind wir halt wieder am Wasser. Was ja prinzipiell auch nicht verkehrt ist. Aber hier ist halt einfach nichts. Das ist halt auch kein Biber. Das ist alles, aber kein Biber. Bisschen schlecht gezielt. Bam, 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 bam. Bisschen übertrieben. So. Ein Wildschwein war es. Okay. Tja. Ich scheine tatsächlich leider die gesuchten Biber nicht zu finden. Gucken, ob ich nochmal eben was dazu finde. Ich weiß es nicht. Schade eigentlich. Okay, wenn das so ist, dann lassen wir das tatsächlich weg erstmal. Hier hätten wir noch einen gehabt, den Chuparosa. Da können wir dann auch nochmal hin. Ich glaube, ich mache jetzt tatsächlich zuerst mal. Was haben wir hier noch so? Ich glaube, hier diesen Lichtkamera-Action. Da gehen wir mal hin. Da sind wir jetzt auch in der Nähe. Vielleicht finden wir ja doch nochmal irgendwann die Biber oder irgendwie oder irgendwo. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht muss es wirklich Tag sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die ziemlich schwer zu finden. Hier ist ja doch weit und breit gar nichts. Oder war hier irgendwas? Was ist das? Ja, treffen muss man natürlich auch. Das wäre schon ganz sinnvoll. Was haben wir hier erlegt? Ist das nicht einer? Gucken wir, was wir da haben. Das ist ein Biber. Also die sind hier. Nur die sind irgendwie total selten. Versteckt oder so. Jetzt haben wir einen. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Vogel. Den können wir auch abschießen. Wir brauchen ja auch 20 Vogelfedern. Gut, ich wollte die Federn nehmen und nicht auf mein Pferd. Toll. Jetzt wenn man gerade aufhören will, ne, damit, dann findet man auf einmal so ein Tier. Jetzt brauche ich aber mehr davon. Ich brauche 5 Stück. 5-mal Biber. Hier liegt noch irgendwas. Moment. Irgendwas ist hier noch. Habe ich hier noch was erlegt? Ja, da war noch einer. Die verstecken sich scheinbar in diesen Büschen oder was? Okay. Jetzt haben wir 2. 3 Stück brauchen wir noch. Da ist noch ein Biber. Ja, treffen. Perfekt. 2 Stück noch. Ich glaube, ich bleibe echt besser zu Fuß hier. Da sieht man die besser, glaube ich, dann. Wenn hier noch welche sind. Da vielleicht. Können wir mal eben noch schnell noch einen Vogel machen.
Denn davon brauchen wir insgesamt 20 Federn. So, nehmen wir. Da hinten. Okay. So, komm mal her, Pferdchen. Wir müssen jetzt mal irgendwie ein bisschen den Spot wechseln. Reiten wir doch nochmal in die Richtung hier. Gucken wir mal, ob wir noch mehr finden. Sind ja noch mehr Gebüsche. Da ist aber keiner drin, soweit ich das sehen kann. Keine Biber. Der ist schon doof, ne? Hier sind so viele Gebüsche, dass hier eigentlich locker welche sein könnten. Da hinten ist einer, oder? Das ist Nummer 4. Einen brauchen wir noch. Dann können wir hier schon mal weg. Wow, das war ein cooler Sprung. War da einer? Irgendwas war da. Ich weiß noch nicht, ob es ein Biber war. Ja, da ist es Nummer 5. Damit haben wir die fertig. Ne, das war ein Waschbär. Shit. Wir können mal schnell in unser Inventar schauen, was wir jetzt da haben. Wir haben Wo ist das Biberfell? Biberfleisch, Biberfell 4-mal. Genau, einmal fehlt noch. Roten Salbei brauchen wir 10. Davon haben wir, wenn überhaupt, irgendwas. Ich glaube gar nichts. Nee, davon haben wir gar nichts. Und von Federn haben wir 7. Also ich weiß nicht, ob die Federn dazu zählen, weil ich habe hier Eulenfedern, Hühnerfedern, Falkenfedern. Ich glaube, es ist tatsächlich egal. Gut, dann noch den letzten Biber. Dann gucken wir nach der Nebenquest hier. Dann machen wir den roten Salbei. Und dann gucken wir, dass wir noch ein paar Vögel erwischen. Und dann sollten wir eigentlich alles haben. Hier ist nichts. Hier noch irgendwo ein Biber. Scheinbar nicht. Ich finde ja mal, das Spiel könnte jetzt echt mal ein bisschen aufhören zu geizen gerade. Wir brauchen ja schließlich nur noch einen. Und nicht mehr. Ich meine, wie selten sind die hier gerade? Das ist schon krass irgendwie. So, hier waren wir ja vorhin. Aber hier ist wahrscheinlich auch noch nichts wieder da. Da unten ist etwas. So. Da ist noch mehr.
So, jetzt haben wir alles erlegt, was wir erlegen konnten. Das ist Waschbär gewesen. Das sah aus wie ein Stinktier oder was, ne? Oh Lord, this is nasty. Ja, das war tatsächlich ein Stinktier. Und da war doch noch was. Ich glaube, das ist nochmal ein Waschbär. Let's make this quick. Ja, leider war das nochmal ein Waschbär. Auch das ist ein Waschbär, oder? Ja, auch das. Die wollen mir an der Wäsche oder meinem Pferd. Finde ich nicht okay. Kümmern wir uns mal drum. Ich meine, die können bestimmt auch, die fressen bestimmt auch Biber. Wenn die uns angreifen, fressen die bestimmt auch Biber. Ich weiß zwar nicht, ob das Spiel auf sowas tatsächlich achtet. Aber allein deswegen müssen wir die ja quasi schon, ich nenne es mal, wegrationalisieren. Hier ist noch ein Stinktier. Ja, heute sollten wir es fertig kriegen, genau. So sieht's aus. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht mehr so lange brauche für dieses Nebenquest hier. Das frisst jetzt natürlich gerade ganz gut Zeit. Kleine Jagdepisode hier am Start. So. Da kommen schon wieder die nächsten, die ich eigentlich nicht zwingend, ja, loswerden möchte, aber die lassen mir ja keine Wahl. Dann nehmen wir das natürlich noch mit. Ich finde ein bisschen doof, dass man diese Animation sich nicht schenken kann, sondern dass man die halt immer wieder durchlaufen lassen muss. Da haben wir dann noch eine Feder am Start, die können wir uns gleich noch holen. Hier sind, glaube ich, nur noch mehr Wölfe. Ach ja. Sind wieder irgendwo Ferien? Waren doch gerade erst, oder? Okay. Na, kriegen wir das Tier noch? Jawohl. Würde
würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. So, jetzt haben wir hier alles soweit. Ich glaube, die Feder können wir noch mitnehmen, ne? Da war noch eine Feder. Ne, hier ist noch ein Wolf, oder? So. Langsam wird es wieder hell. Ich hoffe, dass uns das ein paar Biber beschert hier. Also ein paar. Einen. Mehr brauchen wir ja nicht mehr. Jenny, danke schön fürs Hosten. Moin, moin. Oh, nicht schon wieder, ey. Hier sind überall nur Wölfe. Wo sind die ganzen Biber hin? Das ist aber nicht sehr nett. So, gucken wir mal, dass wir die irgendwie alle wegkriegen. Ich glaube, sind die alle tot? Doch, sieht ganz gut aus, oder? Er hüpft hier rum. Okay, Moment, irgendwas ist hier gerade los. Wer seid ihr? Ich weiß nicht, ob du freundlich bist, ehrlich gesagt. Achso, du hast wen erledigt. Okay. Der Sheriff hier am Start. Tja. So, am Ende haben wir auf jeden Fall jede Menge Wolfsfälle. Wow, lol, was? Was? Autohost, echt? Stehe ich so weit oben auf der Liste bei dir? Oder bin ich der Einzige, der online ist? Ich wusste gar nicht, dass Autohost mittlerweile auch in, so ein Dings auslöst. Das ist ganz cool. So. Jetzt haben wir ein bisschen heller. Jetzt sehen wir auch hoffentlich ein paar Biber. Die können wir auch noch jagen. Wenn wir schon dabei sind, warum nicht? Wir jagen hier einfach mal alles. Habe ich dich vorhin gehostet? Ja, okay, das kann sein. Ich habe dich auch irgendwo auf der Liste. Ich weiß nicht wo, auf welcher Position, aber... Die lässt sich irgendwie doof sortieren. Das ist ein bisschen kacke gemacht. Weil irgendwie gibt es da nur einen Pfeil für ganz nach oben setzen. Aber nicht für hoch runter. So. Ein Wapiti-Fleisch. Und eine Haut. Und... Man gebe mir endlich meinen letzten Biber. Bitte. Zur Not nehme ich auch den Justin und zieh dem die Haut ab. Hauptsache der Questgeber ist glücklich. Okay. Ein Häschen. Wir nehmen alles mit, was geht. Habe ich Transcoding? Wenn ich Transcoding habe, kann ich ja in der Quality hochgehen. Könnte ich 3.5 streamen.
Okay. Wie gesagt, wenn ich Transcoding habe, kann ich 3500 machen. Marcel, moin, grüß dich. Oh, endlich wieder hell hier. Marcel, wie sieht denn das aus wegen Tür? Das wäre mal cool. So, auch mal langsam finde ich das ein bisschen ätzend. Ich brauche nur noch ein blödes Biberfell und ich krieg's jetzt halt einfach nicht, weil hier einfach mal kein Biber ist. Lass doch mal wieder ein paar Biber spawnen. Hier spawnt alles, aber keine Biber, oder was? Ich mag diese Quest jetzt schon. Not. auch von Mimi, hallo. Dankeschön fürs Ausrichten. Und hallo zurück. Jetzt kann ich gleich jede Menge Geld machen. Sagt der Mimi bitte PogChamp. Wow, okay. Kann mir das mal jemand bestätigen, dass ich Transcoding habe? Also Quality Button von Twitch. Wenn das so ist, gehe ich mit der Quali hoch. Dann hau ich 3,5 raus. Statt 2,5. Habe ich, okay. Ja dann. Mach ich mal 3,5 rein. Ja, kann sein, dass es an Prime liegt. Ich weiß es nicht. So. 3,5. Zack. Geht weg von mir. Ich mag euch nicht. Oh, dann ein bisschen Deadeye. Ups, den zweiten habe ich nicht erwischt. Nicht, dass die mir mein Pferd töten. Also nicht so schlimm wäre, man kann es ja wieder rufen, aber trotzdem. Wir sind jetzt hier echt schon eine ganze Weile am Jagen, auf jeden Fall. Ja, die wollen jetzt auch aufstocken. Die haben jetzt gesagt, irgendwie, dass die ganz viele neue Server bringen, damit auch kleinere Streamer, ich weiß nicht, ob gar könnte sein, dass Twitch Prime bevorzugt wird. Aber, ja, dass ganz viele kleinere Streamer jetzt auch Transcoding bekommen sollen, was natürlich ganz geil ist. Weil, dann muss man nicht so, ne? Vorher war ja quasi Twitch-Partnerschaft die einzige Möglichkeit, große, gute Qualität rauszuhauen. Und das wäre dann eben auch für mich der jetzt eine Möglichkeit, dann das zu tun. Damit 3500 kannst du auch schon 60 Frames streamen, das geht. Tja, ich finde diesen verdammten Biber nicht. Ich überlege schon, ob ich später wiederkommen soll hier hin oder so. Da ist noch ein Vogel, die brauchen wir auch. Habe ich den nicht erwischt, oder was? Für Quali brauche ich erstmal einen neuen PC. Nur 1500? Ne, ich übertrage 3,5. Bin ich bei dir auf Quelle oder hast du irgendwie hoch eingestellt? Du musst Quelle drin haben, ne? So, hier haben wir noch zwei Federn. Ne, da oh, sogar mehr. Nice. Ja, dann spinnt das manchmal ein bisschen rum.
Duell. Madpool bei Duell, Duell. Also am Anfang kann ich dir empfehlen, Campgrounds und House of Decay oder Decay. Und Furious Sides. Und ich finde keine Biber mehr. Das ist doch doof, Mann. Das nervt mich. Mich nervt diese Quest megamäßig, weil man einfach so viel Zeit damit verbringt jetzt. Ich könnte halt nochmal das Gebiet wechseln auf da oben. Vielleicht habe ich ja jetzt da oben mehr Glück. Vorhin haben wir da ja gar nichts gefunden. Aber hier sind weit und breit keine. Also... Und das für einen einzigen. Moment, da muss ich lang. Wenn es nach im Bett gegammelt jetzt wach läuft, ja, passt doch. Jedenfalls müsstet ihr jetzt, wenn ihr auf Quelle gucken könnt, müsstet ihr jetzt ein super stabiles Bild haben. Das müsste jetzt absolut gut aussehen. Und Mimi, danke fürs Hosten. Einfach mal den Schienen entlang. So, dann sind wir wieder hier. In der Hoffnung, dass sich jetzt wirklich endlich mal was finden lässt. Ja, das lässt sich nicht vermeiden, dass es immer noch ein bisschen pixelt. Aber es sollte deutlich besser sein. Bei 3500 bei 720p mit 30 FPS ergibt eigentlich eine sehr gute... für Stream sehr gutes Bild per Pixel-Verhältnis. Ist er schon tot? Ne, noch ist er nicht tot. Gucken, ob ich ihn retten kann. Kann ich. So. Weiterhin sehe ich allerdings hier keine Biber. Vielleicht hier irgendwo? Oder da unten noch? Näher am Wasser? Das ist echt furchtbar, aber erst wollte ich das ja schon lassen hier, ne? Dann habe ich gesagt, okay, komm, weißt du was, ich mach's doch, weil ich dann 3, 4 Biber gefunden habe. Ich brauche aber 5 und jetzt finde ich den letzten nicht. Und das wie lange schon? Das ist ärgerlich. Wir brauchen nur noch diesen einen. Ja, nur noch 10-mal dieses Kraut sammeln. Was aber nicht so das Problem ist. Laut der Karte, die ich habe, ist hier halt Schluss. Irgendwo muss hier was sein. Aber ja, Mimi, wir sollten das eigentlich heute durchbekommen.
super weit ist das Spiel nicht mehr. Ich bin jetzt hier nur gerade mit so einer blöden Nebenquest beschäftigt, die mich halt extrem auffällt. Nur weil wir noch einen blöden Biber jagen müssen. Den wir einfach zum... ja. nicht finden. Hier ist halt wirklich weit und breit nichts. Das ist doof. Also wenn irgendjemand einen Tipp hat, ihr könnt auch gerne googeln oder so. Vielleicht habt ihr ja irgendwie einen Tipp, wo wir noch einen finden können. Den würde ich an dieser Stelle auch gerne annehmen, weil das finde ich gerade ein bisschen leicht nervig. Kann nicht sein, dass wir ja nicht so ein so blödes Tier noch finden. Nur die Karte, die ich hier habe, die hilft mir gerade nicht besonders. Easy. Na, schön gut umgucken hier. Nicht, dass wir was übersehen. Was ist das? Ist das ein Biber gewesen? Das war ein Biber. Wir haben 5. Oh, Gott sei Dank, ey. So, das heißt, wir machen jetzt Licht-Kamera-Action und dann werden wir den roten Salbei sammeln und dann schauen wir, wie viele Federn wir noch brauchen von Tieren. Das ist so das kleinste Problem. Und dann können wir die Nebenquests auch endlich zu Ende bringen.